Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Trading Update und Multiplayer. Tja, und in der letzten Folge haben wir wieder einen kleinen Durchbruch gehabt, nämlich unsere Straße zu den neuen Nachbarn. Hier ist fertig geworden. Und wir haben es leider nicht mehr ganz geschafft, hier einen kleinen Unterstand für unsere Sapiens da tatsächlich zu bauen. Das kommt jetzt noch. Aber ein bisschen zu spät. Also da haben wir jetzt einige draußen geschlafen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber wir brauchen noch Stangen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber ich denke mal, sie überstehen das. Sie überstehen das. So, und ja, dann haben wir jetzt hier, denn ist der wird schon, den priorisieren wir jetzt hoch. Das ist unser Schlitten, den brauchen wir. Und den da mit den Kokosnüssen, den können wir auch hier hinfahren, weil dann haben wir hier gleich Kokosnüsse zur Verfügung. Dann haben wir hier gleich Kokosnüsse. Das ist eh überhaupt nur die, weil die werden Hunger haben. Die werden jetzt Hunger haben. Und wir haben hier eh noch Kokosnüsse. Das heißt, wir können hier auch noch Kokosnüsse dann ernten. Ja, das ist. Also ich hoffe mal, dass das keine Kokosnüsse sind, die schon unseren Nachbarn gehören. Schwer. Ich meine, man erkennt das ja nicht, ne? Seht es hier nicht irgendwie als Markierung. Ob das den Nachbarn gehört oder nicht. Ne? Insofern, ja. Wir schauen mal, wie beliebt sind wir denn bei denen? Ich glaube, der Startwert war irgendwie 65, oder? Nee, 74. Ja, also da können wir uns möglicherweise werden die. Ein bisschen verärgert sein. Ja, der ist priorisiert, aber da ist noch niemand unterwegs, richtig? Nee. Irgendwie stehen jetzt alle. Ich habe aber nichts gemacht. Jetzt geht's weiter, oder? Nee. Die stehen alle und warten. Da ist jemand und arbeitet. Die arbeiten, aber der Rest steht. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Kann ich dich bewegen? Ja, ich kann dich bewegen. Wir schauen mal hier drüben. Was ist denn hier? Oh nein, 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 nein. Oh wow. Oh, da kommt, die kommen von da drüben. Die kommen von da drüben. Das ist ja witzig. Was macht ihr denn hier? Delivering. Oh Gott, die kommen aus dem Hauptlager. Nein, 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 nein. Vergesst es bitte. Also das ist wirklich manchmal ziemlich überraschend. Überraschend. Was die da machen. Jetzt liefern die praktisch. Die liefern Moving, die liefern wahrscheinlich Heu oder irgendwas dahin, ne? Und Stangen. Okay, weil die hier nicht verfügbar waren. Und das ist unser Pilot für. Okay. Na gut, ich sag mal, danke. Dann geh doch bitte hier hin, wenn du eh schon auf dem Weg bist. Vielleicht können wir dich hier nur brauchen. So, aber hier
Hier tut sich jetzt einiges wieder. Also das hat ein bisschen gedauert. Hier ist jetzt jemand, der den Schlitten bewegt. Jetzt ist die Frage, was zuerst? Okay, den hier. Alles klar. Also mit unserem Birkensamen. Und das ist der andere Schlitten. Und ist da auch schon jemand? Da ist noch niemand zugeordnet. Aber dann machen wir das jetzt. Dann machen wir das jetzt. Damit dann nicht wieder jemand aus dem Hauptlager auf die Idee kommt, hier hinzukommen. Mach du das bitte. Und was fehlt hier noch? Haben wir hier Firelighting? Ja. Die kann Firelighting, die kann Firelighting, die kann, okay, also was immer hier ist, different sapiens, mach du das bitte. Also ich habe so den Eindruck, dass für manche so Jobsachen Leute vom Hauptding hier rüber beordert werden. Das ist die hier, die sollte hier die Fackel anzünden. Die soll jetzt hier die Fackel anzünden, habe ich so den Eindruck. Die gehen jetzt wenigstens wieder zurück hier. Ja, schaut so aus. Ja, die gehen jetzt wieder zurück. Ich meine, also das ist schon eine weite, weite, weite Distanz. Ne? Und ich meine, das ist eine Tagesreise. Und die Leute da hinzuschicken, damit die jetzt, jetzt kommen da unsere Kokosnüsse, damit die hier dann eine Fackel anzünden, das ist schon ein bisschen heftig. So, aber jetzt ist hier unser Schlitten. Und haben wir jetzt hier, das ist ein Apple Tree. Wir können den Schlitten noch mal weiter hier hinstellen. Da kommt er schon. Und dann würde ich nämlich sagen, wir würden ganz gerne hier und hier und hier und hier die Samen haben. Bitte Nachbarn, nicht böse sein, das werden wir uns gleich rausfinden. Ob die jetzt irgendwie, ja, schaut nicht so aus, dass sie damit ein Problem haben. Wir sind immer nur bei 74. Also die meckern noch nicht. Skilled Bakers. And they are keen to trade with us. Ja, das würde ich ganz gerne natürlich auch machen mit denen. Das ist schon klar. So, und hier haben wir jetzt drei Birkensamen. Vier. Wie lange halten sich die? A few years. Okay, also da haben wir jetzt keine Not von wegen, dass uns da irgendwas verdirbt währenddessen. Da liegt noch ein Samen rum, den braucht man noch, den macht sie jetzt und das ist der letzte. Okay, dann haben wir es nämlich. Hier, wie viel haben wir jetzt? 8 Birkensamen. Okay, so, dann fahren wir den jetzt und das schaffen wir noch heute hier tatsächlich rüber. Den fahren wir mal hier hin. Wo wollen wir denn die Birken anpflanzen? Ja, irgendwo hier. So. Genau. So, da kommt schon unsere Pilotin oder unser Pilot. Der Pilot. Ja. Nein, 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 nein. Oh, la, 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 la. Du fahr bitte das Ding erstmal hier hoch. Dahin.
Okay, jetzt wird er wieder durch Querfeld eingefahren. Das ist natürlich keine gute Idee, wenn der hier Querfeld ein rüberfährt. Jetzt hätte ich ihn. Er fährt jetzt knallhart über die Wiese, ne? Anstatt da links die Straße zu benutzen. Naja, okay, egal. So, und dann, wenn ich jetzt hier, du bist nass und du bist müde, du hast draußen geschlafen, okay. So, und wenn wir dich jetzt sagen, wir fahren dich dahin, schubidu, ans Ende der Straße, dahin, dann sollte das diesmal über die Straße gehen. Ja, jetzt kommt auch jemand neuer. Okay, ist auch fitter. Okay, ist auch fitter. Super. So, dann würde ich sagen, holen wir mal euch alle zusammen. Select. Oberke. Ich wollte euch eigentlich selecten und das da, genau. Und ich wollte, dass ihr hier hinkommt. Oberke. Und du bitte auch. Haben wir dann alle? Ja, dann haben wir alle. Dann sagen wir jetzt erstmal, verabschieden wir uns erstmal wieder von unseren Nachbarn. Ah, hier haben wir auch noch welche. Aber euch schicken wir gleich los, weil ihr müsst jetzt nicht wieder zurücklaufen. Das wäre natürlich auch blöd. Euch schicken wir gleich hier rüber. So. Weil jetzt ist kurz vor Mittag, ihr solltet es eigentlich schaffen. So. Jetzt haben wir alle hier, oder? Ja. So, also 17 Sapiens, alles klar, und wir schicken euch jetzt los. Lauft schon mal los. Hier bei den Sapiens kann man mehrfach Punkte setzen, ne? Bei den anderen können wir das ja nicht. Bei Schlitten geht das nicht. Und euch schicken wir hier hin. So. Oh, Buddy. Das ist. Ja, eine schöne Sache. Jetzt haben wir ein. Jetzt haben wir eine weitere Straße zu einem der Dörfer. Also hier ist nichts in der Nähe, wirklich. Da müssen wir tatsächlich nochmal schauen. Hier wird es auch ein bisschen hügeliger, habe ich das Gefühl, so hier rein. Da wird es ein bisschen hügeliger. Ist nicht mehr so flach. Gut. Er hier, was hat er für ein Problem? Er hat Hunger. Okay. Ja, habt ihr nichts mehr gegessen hier? Ihr hattet doch hier die Kokosnüsse. Die sind alle aufgegessen. Okay. Scheibenkleister. So, wenn du Hunger hast, dann schicken wir dich doch wohin? Dann schicken wir dich doch hier hin und sagen, ernte mal Kokosnüsse und iss welche, wenn du Hunger hast. Wir haben noch ein bisschen Zeit, es ist Mittag. Ja, genau. Hier. Hol dir was zu essen. Du hast draußen geschlafen, ja, es ist nass, und du bist ein Pessimist. Also, so richtig. So, aber jetzt kannst du wenigstens was essen. Hier die Kokosnüsse, okay. Immerhin. Genau. Ah, jetzt fängt er noch an, die da zu storen.
Macht es großartig Sinn? Nicht wirklich. Das macht jetzt keinen Sinn, die vergessen wir. Die eine kann er storen, da ist er eh auf dem Weg. Und dann schicken wir dich wieder heim. So, die packst du da rein. Das ist okay. Na, und jetzt solltest du dich auf den Heimweg machen. So. Weil hier sind schon die ersten, die ankommen. Da ist unser Transporter mit den Birkensamen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und es ist Mittag. Du schaffst es locker. Was liegt hier rum? Das können wir auch wegtun. Nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, das noch aufzuräumen. So, du bist jetzt der letzte Mohikaner, aber du hast immerhin gegessen. Ja. Okay. Ja, wir sind jetzt alle nass, weil es regnet. Also keiner ist begeistert, so einen Marsch zu machen, wenn es regnet. Ist schon klar. So. Und du hältst aber noch sehr gut durch. Und wir schauen mal, wie es unseren Samen geht. Ja. A few years. Das heißt, da ist noch gar nichts, da brennt uns noch gar nichts an. So, das heißt, ja, überlegen wir mal, wo packen wir denn da die Birken hin? Die Birken können wir eigentlich nur noch hier hinpacken, richtig? Ich meine, wir sollten uns vielleicht noch ein bisschen Luft lassen für unser Getreidefeld. Das könnten wir aber auch da oben anbauen. Apple, Bamboo, Birch Tree. Aber wir sehen, wir haben hier noch, wir haben noch drei Pflanzen. Das sind zwei Bäume auf jeden Fall. Ah, da gibt es noch die Aspen und dann gibt es noch die Willow. Ich denke, das ist ein Willow Tree. Genau, den haben wir noch nicht gefunden. Willow Tree. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Ah, da fehlt uns noch was. Okay, okay, okay. So, jetzt ist die Frage, was pflanzt man für welche? Ich würde sagen, wir nehmen die schlanke Form hier. Wir nehmen die schlanke Form. Und wir pflanzen die relativ neu ans. 4, 5, 6, 7, 8. Das sind die 8, die ersten 8 Birken. Also wir haben noch nicht alle. Das war ein bisschen Fehlinformation meinerseits. Dass wir da schon alle haben, das stimmt nicht, leider. Also wir brauchen noch Willow Trees. Jetzt schauen wir mal ganz kurz die Statistik an. Ja, 137. Also, und wir waren wahrscheinlich schon mal bei 140 oder so knapp oder 139. So, wir haben 27 Kinder. Das ist wirklich super. Wir haben 20 Ältere. Und wir haben eine Schwangere, aber keine Baby-Population. Also, das ist eine gute Sache. Und wir sollten jetzt hier mal schnell. Musik anwerfen. Die Jukebox. Schwupp. So. Und hier, die sind jetzt alle. Ja. Genau. So. Also das kommt und hier kommen unsere Birkensamen. Und die werden dann hier gleich gepflanzt. Gut. So, also wir brauchen Willow Trees. Das Problem ist nur, dass diese verschiedenen Baumsorten regional ganz verschieden. Also die Pine Trees, die wachsen wohl überall. Und Bambus, glaube ich, auch.
Bin da noch nicht ganz sicher. Orange Trees. Also da sehe ich jetzt noch nichts. Da haben wir Coconuts. Das ist ein Redstone. Red Rock Boulder, genau. Die Willow Trees, die sieht man eh sofort, weil sind die auch saisonal verfärbt. Das heißt, die haben. Aber die sind mehr so in Wüsten und trockenen Gegenden, dachte ich. Da müssen wir jetzt mal schauen. Jetzt können wir uns ja wirklich auf der Karte bewegen. Das ist ja schon mal super, ne? Dass das nicht mehr so Terra Incognita ist. Sondern da hinten ist, glaube ich, nochmal so eine Tall Pine. Elderberries. Keine Willow Trees. Nee, das war wahrscheinlich was anderes hier. Ah, doch, nee, hier ist die Tall Pine. Da ist sie. Tall Pine Tree. Aber das Blöde ist, wir können zwar da Äste ernten, aber keine Samen. Leider, 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 leider. Also man könnte ja sagen, ja, ich vermute mal, ist es so, dass er hier verhindern möchte, dass man sagt, da kriege ich die doppelte Menge an Holz raus oder irgendwie sowas und man pflanzt man nur noch die so ungefähr. Aber es ist trotzdem schade, ich hätte die ganz gern. Man könnte ja sagen, die wächst dann 10-mal langsamer als die normalen Pine Trees. Irgendwie so, ne? Das ist also keinen Vorteil in dem Sinne bringt, keinen unredlichen Vorteil, wenn wir jetzt die Tall Pine Trees da pflanzt. Ich sehe keine Willow Trees. Ich sehe hier nirgendwo was mit Willow Trees. Das ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Da haben wir zwar Berghänge ohne Ende mit. Also das ist ja mal ein Berghang hier, ne? Da haben wir alles, was das Herz begehrt. Wir haben Kupfer. Ich denke, da ist Zinn. Ist das Zinn? Ne, das ist wahrscheinlich. Doch, das ist Zinn. Und wir haben alle möglichen Sandsteinfarben. Also alle Schattierungen von Sandstein haben wir hier. Also das wäre was für Materialbeschaffung. So, und hier sind aber die Dörfer irgendwie ein bisschen dünner gesät. Hopsa. Da ist noch ein Dorf. Was macht ihr denn? Schau gerade mal einfach. Tja, die machen Keramik. Mhm. Okay, Bricks und so weiter. Keramik. So, jetzt sind wir hier am Meer. Aber trotzdem keine Willow Trees. Und auch keine anderen Baumsorten. Wow, das ist aber eine bisschen zerklüftete Küste hier. Aha. Interessant. Keine Willow Trees und ich habe auch noch nicht die anderen Baumarten. Wow, wow. Hier liegt ein Mammutentotes. Also da hat er sich schon, ja, mit der Landschaftsgenerierung hat sich Dave schon sehr viel Mühe gemacht. Also und vor allem, dass das jetzt dieses riesige Terrain und man kann da drin rumfliegen. Das ist wirklich super. Das ist wirklich super. Da haben wir jetzt nochmal Elderberries. Aber das ist alles, was wir schon kennen. Keine Willow Trees. Orange. Also die gibt es hier in der Gegend gar nicht.
Willow Trees gibt es hier also gar nicht. Ich sehe hier jedenfalls keine. Nee. Also in den Breiten wachsen die nicht. Die wachsen hier nicht. Da müssen wir wahrscheinlich... Wir sind eh ziemlich am Äquator. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir uns damals beim Start nahe am Äquator positioniert. Weil da die fruchtbare Erde ist, ne? Das war so ein bisschen Absicht. Ich wollte es mir nicht schwerer machen als nötig, beim Start in so eine neue... Ja, und hier wieder ziemlich, ziemlich abwechslungsreiche Landschaft. Auf jeden Fall. Schuhdidudidu. Ja, und hier wieder, ne? Diese ganzen Inseln. Ah, wir können nicht unter Wasser. Da sehen wir nichts mehr. Okay. So, aber da, da wäre auch einiges geboten an Material. Nee, keine Willow Trees. Keine Willow Trees. Leider, 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 leider. Also hier ist nichts geboten mit Willow Trees. Da ist alles Meerarme. Jetzt wird es dunkel, da sehen wir sowieso nichts mehr. Ja, und da ist das eine Dorf, das wir schon angeschlossen haben. Clay. Ja, ihr wollt Clay. So, wir können noch mal Musik machen, weil wenn wir schon hier die Zeit ein bisschen nutzen, dann sollen die Sapiens wenigstens ein bisschen Spaß haben hier. Und wir schauen mal noch mal kurz, wie schaut es mit Medizin aus? Virus Burn Injury, okay. Virus Injury Fired. Okay, wir haben da genügend, das passt. Da haben wir noch Äpfel und wir haben noch Peaches. Okay. Immerhin, aber Bananen gibt es keine mehr. Habt ihr die hier eingelagert vielleicht, die Bananen? Wieso steht denn hier eine Fired Urn? So, 231 Beetroot Seeds und ein Espen Seed. Der braucht scheinbar länger, bis er verrottet. So, wir schauen mal, wo ist denn unsere Happiness? Bei 90, das ist super. Da merkt man eben, wenn die Sapiens wenig zu tun haben, dann sind sie natürlich besser aufgelegt, ne? Haben sie eine bessere Laune. Aber wir haben hier 27 Junge und 21 Ältere und 137. Das ist ein guter Wert. Das ist ein guter Wert, würde ich sagen. Da können wir erstmal ganz zufrieden sein. Jetzt schauen wir mal, wie es hier mit Essen ausschaut. Wir haben das hier. 208 Portionen. Tja, hopsa. Gesundheit, danke. So. Gut, wir haben den hier. Den können wir parken. Und wir müssen hier für Nachschub sorgen. Wir müssen hier für Nachschubbrennmaterial sorgen. Aber das können wir jetzt hier, ja. Ab und zu kann ich in eine bestimmte Richtung
mich gerade nicht mehr bewegen. Seltsam. Da können wir ernten und das machen wir auch. So, dann füllen wir nämlich hier unser Lager wieder auf. Das ist ziemlich leer, denke ich jetzt. Ja, das wird noch bis morgen, wird es noch reichen. Dann ist hier 8 Chicken. Die sollten wir jetzt verarbeiten. Die sollten wir jetzt tatsächlich verarbeiten. Und die hier. Also erstmal die Chicken. 4 mal 8 ist 32. Craft. Und jetzt schauen wir mal, wie viel haben wir denn Alpakas? Alpaka. 4. Und hier liegen 3. Das heißt, wir haben nur irgendwo. Eine liegen. Wo? Draußen. Vermute ich. Wir schauen mal kurz. Hier nicht. Und dann wahrscheinlich da drüben, wo wir gejagt haben. Genau, da an der Stelle vermute ich, hier wird es irgendwo. Nee, hier auch nicht. Okay. Hier nicht. Ja, geht mal alle jetzt ins Bett. Tja, ich habe keine Ahnung, wo dieses vierte Alpaka ist. Was liegt denn hier noch rum? Liegt es vielleicht noch draußen irgendwo, dieses Alpaka? Nee. Ich weiß es auch nicht. Ich sehe es jetzt nicht. Ich finde es jetzt nicht. Na gut. Wir warten mal ab. Wenn wir jetzt hier sagen, wenn er 4 hat irgendwo, dann wird das vierte noch geholt, wenn wir das jetzt hier zerlegen wollen, verarbeiten wollen, dann wird er das auch holen. Ich hoffe, dass das noch rechtzeitig ist. Vielleicht hat er es auch irgendwie in einen Schlitten gepackt. Möglicherweise der Jäger oder die Jägerin. Ja, also wir haben jetzt Birken und die sind tatsächlich gepflanzt. Na, hier sind unsere 8 Birken. Jo. Super. Also das ist, und wir müssen ja in der nächsten Folge mal schauen, dass wir vielleicht in die Richtung mal gehen. Ich glaube, das ist Richtung Norden. Ich weiß nicht. Richtung Norden. Und mal schauen, wie weit ist es, bis wir die restlichen Dinger finden, ne? Baumsorten. Wenn wir da mal schauen, wenn ich hier jetzt auf Pflanzen gehe. Jetzt sind es eh bloß noch 2. Bambus. Also das sind die Willow Trees. Das sind die Willow Trees. Aber irgendwas haben wir jetzt eh noch gefunden. Tall Pine Tree. Ja, wie? Large Pine Cone. Are rare, take a long time to grow and only produce seeds every 10 years, but provide a large quantity of wood when chopped. Ja, genau das, was ich eh dachte. Scheibenkleister. Das heißt, also wir können die ernten. Aber die haben nur alle, was weiß ich, Jahre Dinger. Das heißt, irgendwo hier drüben wächst eine.
dann sollte man da ab und zu mal öfter hinschauen. Das war also diese Tall Pine Tree. Okay, das war die dritte letzte, die uns noch gefehlt hat. Dann haben wir hier den Willow Tree. Und das weiß ich ehrlich gesagt, das ist auch nochmal irgendwas. Mir fällt das nicht ein. Vielleicht bin ich ja noch nicht drüber gestolpert. Aber wir haben jetzt noch zwei Pflanzen, die wir noch nicht haben. Ne? Und das würde ich ganz gerne. Und ich möchte natürlich hier im Dorfzentrum, dann würde ich das, den Platz hier, den würde ich tatsächlich, oder hier irgendwo, da würde ich dann so eine Tall Pine Tree hinbauen. Eine oder mehrere, vielleicht sogar drei oder so, die dann hier so im Zentrum aufragen. Genau, hier ist, ja. Und dann können wir ja vielleicht nur irgendwo uns was anlegen. Genau. Und dann fehlt uns noch der Willow Tree und dann fehlt uns noch der vorletzte. Der letzte. Und mal schauen, ob wir die noch ausfindig machen können. Und wo die sind und ob wir die erreichen können. Weil, pah, das ist schon weiter Weg dann hier zu laufen. Wenn das irgendwo da hinten. Ja, wir werden sehen. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.